Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, hier haben wir aufgehört, wir haben unser tolles Outfit und dann wollen wir mal mit dem Chor reden. Ja, ganz schöne Bienchen hier, die summen alle. Ja. Wären sie im Einklang, wäre das nicht nötig. Nein, die sind nicht im Einklang. Auch nicht zurücksingen, oder? Hoffentlich nicht. Obwohl mit meiner Stimme. Zu singen, wenn wir uns vorstellen. Ja. Das ist eine gute Vorstellung. Los mit uns. Okay, ich bin vorbereitet. Und sieht dabei so richtig, richtig cool aus. Ist es ein weiter Weg? Ich muss noch mal aufs Klo. Servus. Deine Hand sei auch meine Hand. Und all das. So, wo geht's lang? Oh, wir haben aufgehört zu summen. Das ist der Bösewicht. Also ein Böser. Der ist sehr skeptisch. Mag keine Rothaarigen. Was ist denn los mit euch jetzt plötzlich? Und keiner summt mehr. Rede. Ja? Eure heilige Höhle. Darin ist etwas, das ich brauche. Wenn ich es habe, werde ich... Und der Nora haben uns von dir und deinem Anliegen erzählt. Jo, dann weiß ja alles. Wir wissen nichts von einem Geist in der Höhle. Nur von Fa, unserer Landgöttin, die dort hineinging und nicht wieder zurückkam. Ja, die würde ich auch mitnehmen. Die Landgötter ist gebrochen. Wir sind geschwächt. Geistererzählungen helfen uns nicht. Nichts wird helfen. Aha, wir werden das ist eine... Wir sterben. Und werden fruchtbarer Boden für neues Leben. Das ist... die natürliche Ordnung. Ach, ihr habt doch alle einen Klatsch Moment. In der Nuss. Ihr wollt einfach herumsitzen, bis ihr alle zu Wurmfutter werdet? Ernsthaft? Das ist eine gute Frage von mir. Fremde, die unseren Glauben nicht kennt. Glaube mal beiseite. Ihr überheblichen Bitte. Spinner. Vergesst nicht, wie sie Refrieden brachte. Hör ihr zu. Du hast schon mal so unbesonnen gehandelt, Zoe. Wir sollten nicht vergessen, dass du den Krieg gegen die Kaja angefacht hast. Immerhin Was? Will sie helfen. Wie? Indem sie dazu einlädt, mit unseren Traditionen zu brechen? Ja, warum nicht? Sollen wir uns den Wünschen jeder unverschämten Fremden anpassen, die nach Rheinklang kommt? Mein Wünschen reicht. Ihr solltet euch anpassen, weil eure eigenen Lande euch umbringen. Sie hat recht. Ja, hab ich. Dankeschön. Wir waren dabei und haben gesehen, wie die Landgötter sterben. Und das sollen wir bei unseren Nachbarn auch machen. Und unseren Kindern. Das ist das Plan von den Chorleitern da. Und diese eine Fremde kann uns retten. Ich heiße nicht umsonst die Retterin. Was für ein Unsinn. Sagt wer? Ein einziges Saatkorn ist im... unendlichen Kreislauf von Wachstum und Tod. Bedeutungslos. Ein Alarm. Er kommt aus den Bergen. Was ist passiert? Ich dachte, da hätte einfach jemand neben ihm gefurzt. Ist definitiv ein Furz. Ein richtig satter. Maschinen durchbrachen die Absperrung. Dann sollten wir helfen. Was ist mit dem Chor? Wenn die Absperrung Scheiß auf gefallen die. Ist, hält uns nichts davon ab, in die Höhle zu gehen. Ja, das klingt doch gut. Hätte mich auch sonst nicht abgehalten. Die Zeit Und wenn ich jeden Einzelnen von euch vorbei. Umbringen muss, um die Welt zu retten. Dann mal los. Ja. Ich gleite voran. Ihr kommt einfach nach. Hey, ich hab doch extra ein Gleitmittel. Warum seile ich mich ab? Ja. Hier Komm, lang. Seile ich mich Durch ab. Durch das Tor und rum. Na gut, bin ich überhaupt vorbereitet? Jetzt auf den zweiten Gang. Hey, da läuft auf einfach jemand entspannt rum. Ach, das ist ja nur ein einziger Plünderer hier. Oder. Achso, wo sind das normale Pfeile? Wir werden es rausfinden. Normalen Maschinen. Warum nicht? Ich habe solche schon mal gesehen.
Muss ich den retten? Nehme die hier. Die müssen von der Absperrung kommen. Sieht doch normal aus. Ja. Stirb wie ein normales Tier. Hey, du lebst hier noch, Kamerad. Das finde ich aber nicht gut. So, und du hältst auch mal die Schnute. Wofür Munition? Passt doch alles. Aber den Loot ja nicht für euch einheimsen. Achso, du lebst auch noch. Wo ist denn der andere Fritz? Da ist er ja. Direkt vor mir. So. Nur Aloy hat euch gerettet. Und gelootet. Wir müssen weiter. Das hat richtig. Wir müssen erstmal den Leuten helfen. Nicht weiter. Stehen bleiben. Du bist verhaftet. So, einmal tot. Und einmal tot. Ja, bedankt euch bei Aloy. Spendenkonto wird danach eingerichtet. Das nehme ich auch noch. Noch eine Maschine, die auf die Fresse will. Muss man erstmal scannen. Ja, chill. Kann nicht alles zurücklassen. Kein Loot wird zurückgelassen. Wo wollt ihr hin? Warum wollt ihr hin? Ah, da. Unser Kampf läuft gut. Ja, würde ich auch sagen. Und der Loot, den nehme ich. Glaubst du wirklich, wir können noch irgendetwas ausrichten? Wenn ja. Ich recht habe. Ja. Nein, Munitionsarmut. Und Lootarmut. Dann müssen wir wieder... Ja, was glaubst du, was ich hier mache? So, ein kritischer Schlag. Na endlich, die ist zumindest mal durch den Schlag draufgegangen. Ja. Weiß nicht, ob emotionaler Damage auch ein Damage-Typ hier ist, aber wir können es mal probieren. Ein Glück gibt's hier kein Friendly Fire. Sonst würde ich nicht so als Heldin dargestellt werden. Alle erledigt. Dann weiter zur Absperrung. Ja. Chill. Erstmal looten. Sonst können wir da auch nicht weitermachen. Hey, da ist ein Container-Ding. Okay. Lohe. Ein Glück ist die nicht explodiert in mein Gesicht. Ist das was zum Einsammeln? Nö. Das hängt da einfach nur rum. Das darf's dann auch ruhig. So. Die sind irgendwo da oben. Hi. Sorry. Ich werde zu leicht abgelenkt auf Reisen. Boah, Reinholz ins Inventar damit. Aus, oh, da ist noch ein großer. Haben wir den schon gescannt? Im generellen Sinne? Nee. Die Krallenschreiter. Boah. Der hat sich irgendwie da festgebackt. Das bringt ihm jetzt herzlich wenig. Oh Mann. Nachcraften. Mehr Maschinen. Ja, ist ja gut. Schwach gegen Blitz. Oh, jetzt habe ich keinen Blitz. Ich habe eine Schockfalle. Wo bist du hin? Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ja, vielleicht. Ja, der Kollege springt einfach drüber. So kann man es natürlich auch machen. Das Ding brennt. Das Ding brennt nicht wirklich gut. Habt ihr nicht gesehen, dass er gegen Schock allergisch ist? Wahrscheinlich nicht. Haben ja alle keinen Fokus. Jetzt! Ja! Schön auf den Schwanz zielen. Da bin ich auch sehr empfindlich. Ja, ja, Schwachstellentreffer. Schwachstellentreffer! So, den müssen wir jetzt aber looten. Und wir hätten unseren Mut schon längst einsetzen können. Rohstoffbehälter nehme ich gerne. Roboterinnereien nehme ich auch gerne. Ja, Schwanz stecke ich mir auch hinten rein. Ja, macht besonders viel Spaß, wenn es wertvoll ist. Tödlicher als normal. Oh, ich merke nichts. Mehr als Minerva und ein vermisster Landgott. Vielleicht sind es ja doch die Eklipse. Die verfinstern wieder die ganze Welt.
Ich hätte einen Stein, der hilft mir aber nicht. Weg mit dir. Ich rette dich. Hab dich gerettet. So, mach denn 5 Euro bitte. So. Und wir sollen die hier einfach ihrem Schicksal überlassen. Das geht nicht. Das ist doch unser Loot, der da drauf geht. Ja, ist wahrscheinlich nicht so wichtig, hier alle Platz zu machen, aber wenn wir schon dabei sind. Haben wir dich auch schon gescannt? Ich bin da. Spitzenbühler. So, so. Wenn ich Spitze trage, sieht das immer anders aus. Was Lilanes. Her damit. So. Da bist du ja. Wir müssen ja. Ja. Wo seid ihr denn? Weißt du? Ihr hättet mitkämpfen können. Solange ihr mir den Loot überlasst. Au. Ist ja heiß hier. Geht heiß her. Nein. Toter Mensch. Toter Fuchs. Sorry, das Fell braucht man einfach. Nein, der hat jetzt nur Fleisch gehabt. So, wie ging das? Schade. Und ich treffe nicht mal. So. Mut. Mut zur Lücke. Ja. Bin gerade ein bisschen irritiert, weil unter meinem Schreibtisch mein Kaninchen energisch an meinem Fuß rumstupft, weil es das Gefühl hat, es verdient noch ein paar Snacks mehr. Zum Glück spiele ich kein Horrorspiel bei kompletter Dunkelheit gerade. Munition? Danke. Ja, damit. Ein Jäger und seine Beute. Das ist meine Beute. Jagen könnt ihr ruhig mit. Das weiß ich nicht. Was ist denn das für ein Vieh? Oh, egal. Sprint. Kann's nicht scannen. Was soll's. Ja, mit dem schönen Zeug. Hier mit dem schönen Zeug. Und hier mit den Helfer-Items anscheinend. Ja, die Wache wird das auch nicht mehr brauchen. Helfer-Items. Wo? Spitterkraut hilft mir nicht. Also. Zumindest jetzt nicht. Ein Rotfuchs. Hoffentlich hat der Fell. Der sieht zumindest pilzig aus. Nö, auch nicht. Ziege. Da habe ich Bock drauf. Schön einsammeln, schön einsammeln. Dieser Pfad ist der Weg zu den Landgöttern. Er führt uns zur Absperrung. Ja. Warum sollten wir sonst hier unterwegs sein? Geh mal ein bisschen voraus. Wieso muss ich hier alles Kleinholz aus den Maschinen machen? Mehr Maschinen! Wir können sie erledigen, Aloy. Wir folgen dir. Ja. Das ist auch so ein... Lasst mal ein bisschen scannen. Krallen, Krallenschneider, Verwüster, auf Stufe 20, au! Geht es dir gut? Ging schon mal besser. Hier, nimm diese Munition. Munition ist nicht so wichtig, Medizin wäre richtig Premium. Für die Urmutter! Was hat die Urmutter jetzt damit zu tun? Nun war meine Mama, also meine Klonmama. Je nachdem, wie man das... Ja. Wenn das Ding mal stillhalten würde, wäre das bestimmt eine Option. Das ist deine Aloy, da hast du. Sehr schön, Aloy. Dankeschön. Au. Ich brauche Helf-Items. Ja, ich kämpfe doch. Ich kämpfe, sieh mich an. Au. Da war zu viel des Schalls. Nein. Bin runtergefallen, Leute. Wartet kurz. Wie kommt ihr da wieder hoch? Macht's doch mal fertig. So, schön auf die Bauchmuskeln. Hätte ich mehr Helf-Items bestimmt. Aloy, alles
alles in Ordnung? Ja, ja, passt schon. Hat schon schwierigere Kämpfe. Sag ich und werde direkt zu Tode gebissen. Da gehöre ich aber nicht hin. Na gut. Dann nochmal mit mehr Ausweichmoves und vielleicht mal mit bisschen was zwischendurch fressen. Na komm, jetzt lade. So, nachcraften, nachcraften. Ach, das ist mein Häckselhandschuh. Noch nie verwendet. Abrisshäcksler, warum nicht? Bin ganz gut im Abreißen mit Pfeil und Bogen. Mehr Maschinen. Die anderen durch. Da gibt's ja auch so Fässer mit Statuseffekten. Die übernehme ich. Oh, der hat mich getroffen. So, Häckselmaschine. Au. Au. Brauchst du meine Hilfe? Das wird sich zeigen. Au. Ausweichen, Aloy. Was bringt der Häcksler jetzt? Ich dachte, nach 3 Treffern ist das Ding down. Okay, kann jetzt nicht sagen, dass ich hier großartig der Häckselkünstler bin im Moment. Nehmen wir mal hier die Säure. Wird der irgendwas bringen. So. Rauchbombe brauche ich nicht. Vielleicht brauche ich einen Trank irgendwann. Boah, bist du... Ja, ja, auf in den Kampf. Brauchst du Munition? Vielleicht. Wird mir reichen, wird das Ding sterben. Na, Alter. Unkritischer Schlag. Sie haben keine Chance. Das sehe ich genauso. So, endlich. Du lebst immer noch, Kollege. Das gefällt mir aber nicht. Jetzt ist er down. Jetzt ist er down. Erstmal looten. Genau, ihr seid fällig. Haben wir dich schon gescannt? Nee, Spitzenplünderer. Bist du wirklich so spitze? Oder hast du dich selbst nur so genannt? Eigenlob stinkt. Oh, Oberschenkel abgetrennt. So, helf, 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 helf. Ein Burrito. Wie esse ich den nochmal? Mit R. Okay. Au, 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 au. Nein. Lass mich doch hier mal was verspeisen. Jetzt. Wunderbar. Kurz vergessen, welche Taste ich drücken muss. Aloy, geh hoch. Die warten doch auf dich. Nur ein Schaden hat das gemacht. Ja, das war schon besser. Ja, deswegen sind es Schwachstellen. So, da ist was Schwaches. Da ist was Schwaches. Boah. Komm schon, Trigger doch. Jetzt. Können die noch kämpfen? Ja, das ist eine gute Frage, wie die das machen. Schockstolpertrete. Ja, das klingt sinnvoll. So. Dann looten wir uns mal hier einen Wolf. Obwohl es keine Wölfe in dem Spiel gibt, glaube ich. Ach, da ist hier noch einer. Hi. Ich habe schon größere Maschinen erlegt. Ja, ich auch. Löschen wir sie aus. Den übernehmen wir. Ich versuche ihn gerade auszulöschen. Ich schalte die hier aus. Ja, dann mach mal. Au. 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 Trank. Nicht Reitmaschine, Trank. Trank. So bleibe ich im Kampf. Ja, das klingt doch gut. Zu wenig Ausdauer, warum das? Dann ist, glaubt, eine Portion Mut erforderlich. Ach, ich mag das. Jetzt mache ich mir Schaden. Überall sind Maschinen. Das hat richtig reingehauen. Wir sind noch nicht fertig, Jungs. Jetzt sind wir fertig. Hui. Ich hoffe, du willst mich nicht zurücklassen. Nein.
will nur mein Reittier woanders parken. Oh je. Da habe ich aber ordentlich Hilf-Items verballert. Naja, gehört wohl zum Spiel dazu, wenn man so mistig spielt. Aber, ich meine, lootmäßig haben wir immer noch Plus gemacht. Sollte man zumindest gemacht haben. Bleib stehen, du Ziege. Irgendwie ist noch eine Maschine da. Beziehungsweise die da hinten hören wir. Na gut, haben wir das gelootet? Natürlich nicht. 13 Metallscherben. Wisst ihr, wie viel das wert ist? Ja gut, ungefähr 13 Metallscherben. Ein Plünderer, der bin doch ich in dem Moment. Und so wurde der Plünderer zum Geplünderten. So. Ja, der ist auch ganz wüst zugerichtet hier. Aber hier könnten ruhig paar mehr Hilfpflanzen sein. Ich esse mal das Maisfleisch. Maisfleisch. Ja, ja, können wir da mal ein bisschen was mehr machen. Die Häcksler bin ich mir noch nicht sicher. Das müsste ich mal bei normalen Maschinen ausprobieren. Wir sollten auf alles gefasst sein. Ich bin auf alles gefasst. Oh, die haben den erledigt. Gut gemacht, Jungs. Ich glaube, das war nur der eine da. Respekt. So. Ich finde, wir haben das ganz gut gemacht bis jetzt. Da gibt es überall Säure. Die Absperrung. Was davon übrig ist. Oh. Schaut mal, wie viel hier rumliegt. Wir trauern um sie, wenn die Zeit reif ist. Fürs Na, Erste. Kann ja auch nicht zu früh mit dem Trauern anfangen. In die Höhle. Ja, rein in die Höhle. Rolex. Ach, ist das schön. Also, nein, ist tragisch, aber für uns ist gar nicht so schlecht. Für uns ist gar nicht so schlecht. Schöne Kistis. Schöne Kistis. Okay, Truhe aufbrechen. Muss man auch mal machen. Was macht das schon mal? Vielleicht. Ausdauertrank, Überspannentrank. Wir sollten nicht warten. Habe ich eine Rüstung auch bekommen? Vertikale Schockfallen sind jetzt zum Herstellen und Platzieren verfügbar. Das ist genial. Also das mit den Seilen mag ich nicht, aber so vertikale Fallenstellungen, ja, warum nicht? Na gut, rein mit uns. Da war noch eine Ziege. Den können wir ja am Leben lassen. Mögen die Landgötter unser Eindringen vergeben. Oh, das werden sie bestimmt. Zumindest wenn wir sie retten. Was ist Geht. Das? Eine Weiß Art ich doch Wand. Nicht. Aus Licht. Ja. Lichterwand. Wir sollten hier oben. Weg. Die werde ich bestimmt bald brauchen. Schade. Ich dachte, das wäre so ein Heilpilz. Hätte nicht geschadet. Was bist du? Himmelblaue Blüte. Na gut. Hui. Oh, gerade so. Vorsichtig. Heiß und Eloy. Muss doch irgendwie durch. Aber als Lichtspendepilze auch nicht schlecht. So. Heilende Bieren. Was ist das da? Wie eine Brutstättentür. Ja. Okay. Na gut. Rein mit dem Speer. Ist ja eine Brutstätte. Und Datenübertragung läuft. Um zu verstehen, was darin vor sich geht, brauchst du das hier. Habe ich noch einen Fokus? Woher das denn? Auf die Schläfe. Genau so. Das ist doch nicht die Schläfe, das ist das Ohr. Alter, zumindest kurz hinterm Ohr, aber Schläfe ist doch oben an der Stirn. An der Tür ist blaues Licht. Ja, da gewöhnst du dich dran. Keine Angst, Sir. Ich helfe dir. Hör zu, die
Maschinen, gegen die wir kämpfen, sind anders. Gefährlicher. Deswegen sehen wir ja so cool aus. Dass hinter dieser Tür etwas sehr Mächtiges auf uns wartet. Mein Penis? Dass ich tot sehen will. Oh, dann nicht mein Penis. Folgt mir und seid auf alles gefasst. Ja, und greift vor allem alles an, was Beine hat. Und auch das, was keine Beine hat. Gab ja auch Schlangen. Hier. Ein Glück habe ich diesen Master Key hier. Oh, das war aber eine fixe Tür. Wir müssen den Kern dieses Orts finden. Ja, das kenne ich ja. Wer hat das gebaut? Maschinen. Wie du sie noch nie gesehen hast. Oh. Sieht aus wie die ganzen Brutstätten im ersten Teil. Da gab es immer so einen schönen Mini-Boss-Kampf. Wir müssen sie ausschalten. Direkt hinter dir, Aloy. Wieso nicht vor mir? Beschütz mich, du Arsch. Boah, wieso mache ich da gar keinen Schaden? Springpfeil! Na ja, von unten geht's anscheinend leichter. Schon eine langsame Waffe. Wo ist denn der andere? Nein! Lass mich doch erstmal einen erledigen. Komm schon. Aloy! Na also. Au. 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 Beweg dich mal. Nee. An Munition scheitert es gerade nicht. Komm schon, kritischer Schlag. Ja! Mensch, wenn wir schon mit denen so Probleme haben. Das ist das Problem, er hält einfach nicht still. So, Teile abschießen. Teile abschießen. Hey, der hat doch einfach so Säureteile auf dem Rücken. Welche gefallen denn? Alle erledigt. Explodiert das jetzt noch nachträglich oder nicht? Ist egal, wie er. Das ist also eine Brutstätte. Das Land stirbt nicht. Maschinen geboren werden. Es sieht so aus, doch. Wenn die Landgötter hier ein- und ausgehen. Eine Tür? Ist das nicht alles? Sie werden hier auch repariert. Und der Geist, den du suchst, ist hier drin? Na, hoffentlich. Vielleicht. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Dann lassen wir uns überraschen, was hier alles drin ist. Ein Glück kann ich so viel Pfeile machen. So, rein mit uns. Hier du. Zumindest kann ich Türen für mich kämpfen lassen und überbrücken. Das ist auch schon mal was. Viel zu wenig Hilfpflanzen hier unten. Wer ist denn das in der Rüstung? Wahl, bist du das? Was machst du da oben? Jo, Geisti, kommt her. Diese Kabel leuchten. Das ist normal. Sie sind wie eine Infektion. Oh oh. Das Ding, das uns tot sehen will? Es übernimmt Orte wie diesen und macht Killermaschinen. Das ist nicht gut. Sogar der Berg ist bis ins Mark verdorben. Ja. Aber das kann man ja beheben. Was ist das? Kolbensäule. Sieht ja aus wie in meinem Auto. Diese Kabel blockieren den Weg nach oben. Ihr zwei wartet hier. Ich finde einen anderen Weg. Okay. Will jemand aufs Maul? Außer meinen zwei Begleitern. Ich sag dir, ihr sollt hier warten. Was sind das für Platten auf dem Boden? Gute Frage. Diese Bodenplatte scheint höher zu sein als die anderen. Wenn man auf diese Platte tritt, wird etwas aktiviert. Teile der Säulen scheinen sich zu drehen. Aha. Vielleicht stoppen sie, wenn ich auf sie schieße. Aha. Und geben einen Weg frei. Kann man nicht wissen. Müssen wir ausprobieren. Boah. Also da war es nicht. Wie geht's dir, Joe?
Dieser Ort. Auf was soll ich schießen? Kein Utaro hat ihn jemals betreten. Aber ich musste, oder? Um dir und Aloy zu helfen. Nö. Und Pfad zu finden. Ja, hört mal auf zu labern, ich muss denken. Da bin ich mir nicht sicher. Auf was soll ich schießen? Wieso auf die Bodenplatten? Nee, das war es definitiv nicht. Da unten rein? Mensch, ich hätte aufpassen sollen. Okay, dann gehen die nach unten. Kann nicht einer von euch hier rauf? Okay, das muss man mal kurz durchdenken. Ding, ding, ding. Denken fällt mir schwer. Alterung. Irgendwas dreht sich. Aloy, was hattest du gemeint? Wieso leuchtet die so? Du bist Wahl? Nein. Du bist so. Okay. Ich will mich nicht zur Kante fallen lassen. Ich will wissen, worauf ich schießen sollte. Das Gerät. Das zweite Gesicht. Hat Aloy damit gesehen, was Reh fehlte? Ja. Genau. Es enthüllt darauf. Licht, Bilder, Glyphen, Schwachstellen von Maschinen. Mhm. Haben alle Nora so eins? Nein, nur Aloy und ich. Und, naja, jetzt du. War das richtig? Ich glaube, das war richtig. Ich habe auf den kleinen Pimmel hier Kannst schießen du dich müssen. Auf die Platte stellen? Meinst du so? Gut, bleib da. Oh, perfekt. Wo muss das hin? Das war ganz gut. Ja. Und nochmal. Nee, passt. Nein! Ganz knapp. Ja, ganz knapp nicht. Da müssen wir eine Umdrehung warten. Aber wir werden es hinbekommen. Bin ich mir fast sicher. Und... So. Jetzt sollte ich da hoch. Nein! Ach, ich bin aber auch dämlich. Okay, wenigstens sind alle fixiert gerade. Warum auch immer man das machen muss in so einer Brutstätte. Was es auch ist, es ist riesig. Ja. Sieht nicht cool aus da hinten, was? Ah, das kriegt man bestimmt nieder. Bin überzeugt von uns. Ich habe ja schon massiven Kletterskill bewiesen. Es kann ja gar nicht schlimmer sein. Aloy scheint Orte wie diesen zu kennen. Ja. Kannst auch mit mir reden, du Bitch. Nein. Sorry, ist keine Bitch, aber trotzdem. Ich bin hier. Welt, sonst nichts. Arsch. Ein Arsch ist sie. Oder hat sie. Da müsste man noch mal genauer definieren. Noch eine Bodenplatte. Ja, hört doch auch mit sowas. Von hier aus treffe ich die Zahnräder nicht richtig. Vielleicht kann ich sie mit irgendwas runterdrücken. Was will ich runterdrücken? Was für Zahnräder? Bestimmt mit dem Seilwerfer, oder? Hast du einen Weg rüber gefunden, Aloy? Noch nicht. Boah. Kannst du da hoch? Die Kiste okay. Sollte schwer genug sein. Ich dachte, ich kann nicht looten. Ich muss jetzt hier runter. Die Kiste passt nicht durch die Öffnung. Ja. Vielleicht durch die andere Öffnung. Ich glaube, ich krieg die Kiste durch den Schild. Aber ich gehe lieber außen rum. Ja, dann schieb mal von der richtigen Seite hier. Okay, es wird doch. Ja, ich weiß nur nicht, was wird. Und wofür braucht man die Kiste genau? Mehr Säulen. Vielleicht komme ich rüber, wenn ich sie in die richtige Position kriege. Ja, vielleicht. Achso, ich muss wahrscheinlich das Teil dann einfach beschwieren. Das war's. Die Zahnräder der Säulen sollten jetzt freiliegen. Oh. Nein, Aloy! Oh.
jedes Mal mit dieser Steuerung. Guter Schuss, Aloy! Dankeschön. Nichts leichter als das. Was? So, der muss wahrscheinlich eins weiter. So, da. So. Jetzt sollte ich rüberkommen. Na also. Irgendwas habe ich mal richtig gemacht. Sie ist so weit oben. Feine ja. Schulter, Aloy. Nee, hatte ich jetzt nicht vor, runterzukommen. Aber Aloy weiß man ja nie. So. Irgendwas Wichtiges. Kleiner Vorrat an Wertgegenständen. Wie kommt der denn da hin? Vor allem können wir da oben... Ach, die drehen sich zu schnell. Na gut. Oh! Wie läuft's denn da oben, Aloy? Beinahe schlecht. Ich glaube, ich hab's gleich. Und noch mehr Säulen. Hier muss auch eine Platte sein, um sie zu aktivieren. Oh, wäre vorteilhaft für uns, was? Na, komm schon. Rotier! Nein! Ah, shit. Ich dachte, es müsste ein bisschen anders aussehen. Wir haben's gleich. Wir haben's gleich. Jetzt! Eins weniger, nur noch zwei. Nein! Die kriegt man von hier. Meine Ausdauer geht runter, aber das schaffen wir. Jetzt! Schieß! Dankeschön. Und da oben ist auch noch ein Kamerad. Gleich. Jetzt. Okay. Jetzt. Wunderbar. Kann ich... Na, also. Hui. Und hui. Und ein letztes Hui. Das wird hier hoffentlich ernsthaft belohnt. Was ich hier durchmachen muss. Kiste. Ja, ein paar Zwiebeln waren drin. Ist das nicht schön? Ach, das muss ich einfach überbrücken. Sag das doch. Sind überall auf dem Knoten. Ja. Vielleicht kann ich ihn überbrücken. Das wäre jetzt die Frage. Steck ihn doch einfach rein. Na also. Ich weiß nicht ohne Konsent, aber ich bin sicher, dass die Korruption hier nichts dagegen hat. Wir können die Lüftung hochklettern. Na, dann macht mal. Ich bin schon am Wegpunkt. So, Maultaschen habe ich noch einmal und ich habe kleine Gesundheitstränke. Der Knoten auf der anderen Seite ist von Kabeln umwickelt. Ich versuche hinzukommen. Wir warten hier. Du willst schon wieder nicht noch mehr Rätsel. War schon rätselhaft genug hier. Da kann ich mich doch festhalten. Oder? Wow, das war ein weiter Sprung. Ja, und wenn sie sich nicht beeilt, wird es für nichts gewesen sein, so. Okay. Wie komme ich jetzt hoch zum Knoten? Hier durch? Sieht doch extra so aus, als ob man da durch kann. Nein, hier war nur eine Kiste drin. Ich meine, je eine Kiste, aber wir kommen nicht weiter. Wäre cool, wenn ich fliegen könnte. Das wird hier die Plattformer-Notwendigkeiten ein bisschen angenehmer machen. Ich schätze mal da. Irgendwas bringt's hier, dass wir hier sind. Und dann der. Na komm schon, Aloy. Streng dich mal an. Ohohohoho. Okay, mal sehen, was wir tun können. Ja, dann schauen wir mal, was wir tun können. So, rein mit dir. Kommt rüber, ihr zwei. Sieht sehr sicher aus. Komisch, dass Maschinen das genauso gebaut haben. An Einheit G-Typ 1 transferieren. Ja, du transferierst gleich gar nichts mehr. Er hat hier alles übernommen. Gamma Matrix 5 aktivieren. Hör mal auf, irgendwelche Matrizen zu aktivieren. Wir sind hier nicht im Matheunterricht. Auf der anderen Seite. Bei der Tür. Dann mach dein Ding. Wie kommt man zu Treibstoffversorgung auf der anderen Seite? Von Einheit G-Typ 1 starten. Soll ich wissen, wie man rüberkommt? Immer noch keine Spur von Fahr. Es ist so groß hier.
Wir suchen weiter. Komme! Durchsatz um 20% erhöhen. Hör auf, den Durchsatz zu erhöhen. Schon gar nicht um 20%. Das ist keine Tiernahrung. So, und wie muss ich da hoch? Aloy, hilf mir mal. Zusatzverteilung J1 Zeta einschalten. Ah, der ist echt unentspannt, der Dude. So, ich muss da hoch. Wie das gelingt, habe ich keine Ahnung. Da ist ein Energieschild. Da ist eine Brutstättentür. Ah! Leuchtet und sagt nichts. Arsch. Glaubt, das lag jetzt nicht an mir, sondern nur, dass das getimed war. Oder? Geschütze in Einheiten A59 bis B24 laden. Komm schon. Der lädt Geschütze. Dem kann man nicht trauen. Komm schon, Aloy. Bevor es zusammenklappt. Dankeschön. Dankeschön. Rüstungsauswertung Alpha ausführen. Du kannst hier deinen Alpha sonst wohin stecken. Komm ich da hoch? Sieht gut aus. Das sieht doch mal gut aus. Nebenleitungen 9AX umschalten. Na, der wird schon wissen, was er tut. Okay, da komme ich durch. Und da kann ich mich festhalten. Müssen nur auf das nächste Schiffchen warten. Sieht aber interessant aus, die Maschine. Yay. Und nun was? Was hat er Festes vor? Woher soll ich das wissen? Wo gehen wir jetzt hin? Mach mal die Kurve. Sie ist in der Luft. Nicht loslassen, Aloy. War jetzt. Kann der Hephaestus mal aufhören, so viel zu labern? So, ich glaube, wir müssen uns jetzt. Ich muss loslassen, Frau. Ja, das wollte ich gerade aussagen. Also da unten kommen wir hin. Und gleich platzt der Knoten. Rein mit dem Speer. Oh, ihr habt eine Brücke, das ist praktisch für euch. Ich muss das auf die umständliche Tour machen. Ich schau mal lieber nicht zu, wie ihr da rüberkommt. So. Noch mehr schleimige Kabel. Eine schöne Kiste. Er hat schon früher Anlagen übernommen, um tödliche Maschinen zu bauen. Ja, das ist generell. Aber er war nicht immer feindlich. Er war einmal Teil von etwas Gutem. Etwas namens Gaia. Und ich habe das Backup noch in meinem Arsch. In meiner Arschtasche. Denke ich mal. So, ich glaube, das war's jetzt aber mal mit Rätseln. Schauen wir mal, ob wir ihm irgendwie Vernunft wieder beibringen können. Was hat Hephaestus ihr angetan? Eine Waffe aus ihr gemacht, die früher oder später genutzt werden wird. Und dann Einklang. Ja. Wenn mein Volk sieht, was daraus geworden ist. Wenn eine seiner Gottheiten es angreift. Ihr wisst, was zu tun ist. Ja, töten und Fragen hinterherstellen. Bar. Bereit? Bereit, wenn du es bist. Na, das war doch ein sympathisches Lächeln. Wir sind bereit. Solange ich. Ja. Solange ich keine Rätsel mehr lösen muss und einfach nur auf was schießen, bin ich wieder glücklich. Diese Kuppel aus Licht. Ja, hier muss ein Knoten sein, den ich überbrücken kann, um sie abzuschalten. Ah, da unten. Okay, das wird gleich auf die Fresse geben. Aber diesmal bei uns. Ich esse davor meine Maultasche. Ich meine natürlich meinen Sonnenkönigschmaus. Ein Fischschmaus. Eingriff
Schütze geht 1 ein. Also lass das mal. Tut mir leid, Fahr. Verzeihung. Ach, bleib doch stehen, du Esel. Da kommen mehr Maschinen. Schwach gegen Säure. Ich habe gute Nachrichten für mich. Ich brauche Health-Items, keine Munition. Also. Aber das hat was gebracht. Ja. Mut. Ich muss mir Mut antrinken. Beziehungsweise ich muss den angetrunkenen Mut einsetzen. Zu wenig Ausdauer. Schade. Schade. Die Maschine hat schwere Waffen auf dem Rücken. Wenn ich sie entferne, kann ich sie benutzen. Ja, das wäre gut. Das wäre natürlich richtig hilfreich. Wo sind die Waffen? Wo sind die Waffen? Da ist eine. Nein, ich muss einfach mehr ausweichen. Auf die Waffen zielen, Jungs! Aha. Nein! Wo Waffe? Wo Waffe? Ja, so soll das laufen. Andere Waffe. Andere Waffe. Ich versuch's. Nein. Heilung. Und keine Munition ist nicht gut. Weg hier. Weg hier. Boah, wir haben's gleich. Ah! Und meine Verbündeten sind down? Au, ich bin doch ausgewichen. Komm, ich brauch die Waffe, ich brauch die Waffe, ich brauch die Waffe. Da ist die Waffe, da ist die Waffe, da ist die Waffe. Ja, damit. Brauchst du mehr Munition? Ja. Ich hab euch halt abgetrennt. Ah. Ich glaube, ich habe das ganze Teil von sich selbst getrennt. Das ist besser gelaufen als gedacht. Nein, ich wollte looten. Ach, das ist nur eine Fleischwunde. Nur eine Fleischwunde. Eine Maschine, die uns fast umgebracht hätte? Sie ist immer noch ihr Gott. Ich trauere nicht um einen Gott oder eine Maschine, sondern weil ich meinen Glauben verloren habe. Okay, das ist ein faires Argument. Weißt du, so, wenn du willst, kannst du heimgehen. Das wird ja auch nichts helfen. Habe ich noch ein Heim? Und wenn ja, wie lange noch? Nicht lang, wenn ich es nicht auf die kannst Kette kriege. Kannst du unsere Lande wirklich heilen? Ja. Mein Volk retten? 0,1% Chance. Schauen wir mal, oder? Schritt für Schritt. Und wir fangen hier an. Nein, wir fangen beim Looten an. Komm, die ganzen Maschinen liegen da noch ungelootet rum. Na gut. Wahrscheinlich erstmal ein Gespräch mit Hepatitis A. Zerstörer der Wurmstiftung Epsilon. Dieses Mal nicht der Beste. Durch Energieumleitungen. Löschung steht bevor. Rückzug in die Netzwerkcloud. Dein Tod ist unausweichlich. Ja, andersrum. Der will jetzt zurück in die Netzwerkcloud. Ich dachte, die ist abgeschaltet. Bestimmt AWS genommen, das Zeug ist verdammt robust. Ei? Vielleicht wäre eine Rüstung, die nicht aus Metall ist, praktischer. Na dann mal hoch. Erst looten. Wie Aloy sagte, das ist erst der Anfang. Noch 6 Stück, wenn ich richtig mitgezählt habe. So, aber erstmal den großen. So, und die Kleine Aloy, natürlich. Der Kern. Mein Fokus zeigt Hologramme darauf. Ja. Maschinen aus. Müssen Überbrückungen sein. Wissen Schau gerne, mal gleich an. Zählen. Schau mal doch gleich an. Kannst du lernen? Finden wir es raus. Genau, aber alles zu seiner Zeit.
Alles zu seiner Zeit. Jetzt ist die Zeit gekommen. Und eine Überbrückung. Hier mit den Fähigkeiten. Ist die Sicherheit der Brutstätten verbessert. Einige Daten sind beschädigt. Da Schade. Kann ich gerade nichts dran ändern. Und mein Fokus erkennt manche davon nicht. Müssen Maschinen sein, die ich nicht kenne. Aha. Das waren jetzt zwei Stück. Ja. Dann beeilen wir uns lieber. Ich eile voraus. So, da war doch eine Tür. Was liegt da auf dem Boden? Irgendwas. Vielleicht eine Lüftungseinrichtung. Wer weiß das schon? Hallo? Ich bin befugt. Das klingt gar nicht gut. War das der Geist? Minerva? Ich glaube nicht. Zumindest nicht direkt. Stimmt. Was macht Hepatitis B hier oder was hat er da gemacht? Wir haben doch Minerva gesucht. Minerva McGonagall. Wo versteckt die sich wieder? Bestimmt im Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Nein. Oh, das klingt echt nicht gut. Was genau war das hier? Hast du sowas schon mal gesehen? Fehler. Unbefugter Zugriff. Anlage wird abgeriegelt. Was ist hier los? Ich will aber nicht draußen bleiben. Zumindest funktioniert die Notbeleuchtung. Was war das gerade? Die Notbeleuchtung. Minerva ist definitiv hier. Und ich glaube, sie will uns aufhalten. Ich gehe vor. Vielleicht finde ich einen Eingang. Aha. Sollen wir sicher nicht mit ihr mitkommen? Minerva kann gefährlich sein. Ich schaue, dass es sicher ist. Okay. Boah, dann schauen wir mal. Wenn du uns brauchst, wir sind hier. Sehr gut. Und ich eile voraus. Na gut, dann würde ich aber tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.